Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever mit dem Train Fever Let's Play. In der letzten Folge hatte ich eigentlich nur meine Bahnhöfe kontrolliert, ob dort die Züge in die richtigen Gleise ein- und ausfahren. Und im Prinzip war das total sinnlos, denn die fahren richtig ein- und aus. Aber nebenbei habe ich auch geguckt, ob die Linien so einigermaßen gut laufen. Und wenn sie zu gut laufen, in Anführungsstrichen, dann habe ich sie ein bisschen mit neuen Fahrzeugen beglückt. Und hier unten bei dieser Linie, hier bei Linie 4, haben wir komplett die Fahrzeuge ausgetauscht. Und das scheint sich auch zu lohnen. Nun ja, kurz bevor ich diese Folge jetzt gestartet habe, habe ich mir nochmal die Bahnhöfe angeguckt. Und ja, im Prinzip müssen wir das gleiche machen, was wir letzter Folge schon gemacht haben. Ein paar neue Linien, die alten Linien, noch ein bisschen erweitern. Aber keine Angst, das wird keine Dreiviertelstunde dauern, sondern das machen wir jetzt hoffentlich ein bisschen schneller. Und als erstes nehmen wir wieder sehr, sehr viel Geld auf. Ich war zwar auf dem Weg gen Null, aber wir müssen die Zeit wirklich nutzen. Denn das, was ich vorhab, ist, ich will noch ein bisschen mit dem Zug hier arbeiten. Und der ist in 2 Jahren weg. Das heißt, wir müssen den wirklich jetzt oder im nächsten Jahr wenigstens einsetzen. Und ja, wo ich jetzt gerade mal hier bin, hier waren doch 3 Linien, oder? Die ich erweitern konnte. Na, zeig mir den Bahnhof bitte. Genau, hier passt jeweils noch ein kompletter Zug rein. Also diese 4 Linien sind auch alle... Quatsch, das sind nur 3 Linien. Also diese 3 Linien, die benutzen auch alle diese Fahrzeuge. Und auf den gegenüberliegenden Bahnhöfen von diesen 3 Linien warten, soweit ich weiß, auch relativ viele Leute. Guck mal hier, Linie 14. Ja, da kriegt man auf jeden Fall noch einen weg. Was hat man noch? Linie 15. Achso, ich muss den mal verschieben, damit er bleibt, wenn ich hier auf den nächsten Bahnhof klicke. So, Linie 15, hier warten im Prinzip auch noch. Im Prinzip kann ich ja sogar 2 reinsetzen. Versuche ich mir zu merken. Linie 15 kriegt sogar 2 von den Fahrzeugen. Linie 17 ist ein bisschen weniger. Wo endet Linie 17? Ich mach mal Linie 15 weg. Ah, da unten. Okay, Linie 17 kriegt aber nichts. Machen wir jetzt mal sofort. Ein Fahrzeug für Linie 14 und 2 Fahrzeuge für Linie 15. Klingt erstmal viel, aber das sollte funktionieren. Denke ich, hoffe ich. Werd mal sehen. So, hier, das sieht auch relativ viel aus, aber da ist eigentlich kein volles Fahrzeug drin. Und hier? Ja, Linie 16. Aber Linie 16 ist noch relativ neu. Wie ist denn die Auslastung der Fahrzeuge? Okay, die beiden sind voll. Was wartet hier auf Linie 16? Ah, das ist knapp. Gucken wir erstmal, ob wir unser Geld anders investieren können. Da, Linie 14 hatten wir schon. Linie 8, Linie 10. Linie 8 ist so grenzwertig. Wie sieht es denn auf der gegenüberliegenden Seite von Linie 8 aus? Okay, Linie 8 wird nicht korrigiert. Oder erweitert. Was haben wir hier? Nee. Oh, Linie 7 eventuell. Linie 7 endet hier. Ja, ich würde sagen, Linie 17 kriegt noch einen. Und da sehe ich gleich mal Linie 12 und 11 noch. Aber jetzt machen wir erstmal Linie 7, bevor wir die aus Versehen vergessen. Achso. Welche Fahrzeuge sind denn auf Linie 7 unterwegs? Ha, nämlich die 9. Da würde ich eher sagen, erstmal würde ich gucken, ob die überhaupt voll fahren. Seht ihr mal, die fahren gar nicht voll. Da muss ich ja auch gar nichts verändern. So, Linie 12 hatte ich noch gesagt. Erstmal gucken, welche Fahrzeuge. Okay, noch die alten. Und der gegenüberliegende Bahnhof. Ja. Mach mal hier mal ein. So. Linie 12. So, viel Spaß damit. So, hier sind noch relativ dichte Bahnhöfe. Linie 15 hat man schon. Linie 10. Was sind hier für Ah, okay, da ist das Experiment unterwegs. Linie 18 hat man schon, glaube ich. Ich glaube nicht. Linie 18 endet dort oben. Ich muss nochmal die Fahrzeuge angucken. 3 Jahre und 13 Jahre. Okay, da hat man kein neues. Da lohnt sich aber auf jeden Fall ein neues.
Wir kaufen mal hier noch eins für die. Hoppla, nicht zu... Ja, gut. Wir brauchen eh nur eins. Ich glaube, Linie 18 ist auch noch eins, was wir relativ spät erst gemacht haben. Also das könnte sich noch ganz anders entwickeln. Das hat man schon. Ja, der Rest sieht okay aus. Mal sehen, die beiden hat man gerade kontrolliert. Das hat man gerade gemacht. Linie 7 war ja mit den größeren Fahrzeugen Linie 11. Ich gucke einfach mal, was mit Linie... Okay. Linie 11 ist auch okay. Linie... Die hatten wir alle. Und die hatten wir auch. Mich interessiert jetzt nur aus Neugier Linie 13. Linie 13 ist ja gar nichts los. Macht die wenigstens Gewinn? Ja, ein bisschen. Okay, das ist jetzt einfach wahrscheinlich, weil seit 2 Jahren hier dieses dritte Fahrzeug unterwegs ist. Sehen wir das noch? Ja, man könnte sagen, das müsste noch von dem Jahr sein, oder? Betriebskosten. Ja doch, man sieht hier einen deutlichen Anstieg. Also das Jahr dürfte noch dieser Graph sein. Glaube ich, oder? Warte mal, das ist der Graph, das ist der Graph, das ist der... Okay, dann haben wir leider keinen Vergleich zu früheren Sachen. Oh, ich würde das Interface so gerne ändern, aber... Nein, wir können nicht gucken, wie das... Oder können wir doch? Können wir hier auf den Graphen klicken und irgendwie was... Ne, können wir nicht. Wir können es höchstens hier abschätzen. Das sind 3 Millionen, das sind 2 Millionen. Ungefähr so ein Feld haben wir dazwischen. Also hier haben wir ungefähr 1 Million gemacht. Ha. Ich gehe einfach davon aus, dass hier noch Steigerungsbedarf ist, Steigerungspotenzial ist, und dass das dann auch genutzt wird. So. Haben wir auch wirklich nichts übersehen? Achso, mit Linie 16, das war ja das Kritische. Hatte ich da jetzt schon ein neues Fahrzeug eingesetzt? Nein. Ja. Das könnte in die Hose gehen, aber ich mach's jetzt trotzdem. Ich glaube, ich brauche noch einen. Ich nehme jetzt noch einen für Linie 16. Ich fühle mich nicht wohl dabei, aber auf der anderen Seite, das zu verschenken wäre auch doof. So, dann gehen wir mal aus der Pause raus. Und während jetzt die Zeit läuft, werde ich hier mal bei dieser Strecke hier weiterbauen. Denn das hatte ich euch eigentlich versprochen in der letzten Folge, dass ich jetzt diese Strecke zu Ende bauen werde. Und dann werden wir das mal machen. So. Okay, die Strecke ist fertig. Ich habe hier auf der Seite deutlich mehr Signale gesetzt als hier. Ich gebe es zu, das ist total übertrieben hier. Aber naja, mal gucken. Ungefähr ein halbes Jahr ist jetzt vergangen. Wir können mal kurz gucken, wie es den Linien ergangen ist, die ich erweitert habe. Ist das hier der beste Ort dafür? Das hier dürfte doch einigermaßen okay sein. Also, ich kann mich an... Oder ich klicke einfach die Bahnhöfe an, genau. Die 3 Linien waren's. Finanzen. Kann man das hier überhaupt abschätzen? Achso, man kann es abschätzen an erstmal, wie viele Personen hier sind. Das sind. Hier warten immer noch Leute, aber es sind
weniger geworden. Wir können mal hier die Fahrzeuge anschauen. Die fahren immer noch voll. Na gut, fast. Ich glaube, man muss wirklich ein komplettes Jahr warten, um da so einigermaßen das abschätzen zu können. Aber die Fahrzeuge müssen sich ja auch noch ein bisschen... Achso, das hat man nicht. Die Fahrzeuge müssen sich ja noch so einigermaßen einpegeln. Also von daher... Na, das könnte zu viel gewesen sein. Obwohl... Das ist jetzt nicht so schlecht. Der dürfte immer noch Geld machen, so einigermaßen. Und dadurch, dass mehr Leute transportiert werden, dadurch sollten auch insgesamt die Städte noch aktiver sein. Und noch mehr Passagiere in die einzelnen Sachen bringen. Okay, Linie 16, du bist vielleicht ein bisschen überfrachtet. Obwohl, der macht trotzdem Gewinn. Ja, wie gesagt, das sollten wir erst gegen Ende des Jahres uns genauer anschauen, aber vom Gefühl her würde ich sagen, das war jetzt nicht die dümmste Entscheidung. Nicht die allerdümmste. Mal gucken, du fährst leider nicht so ganz voll. Na, wie gesagt, die müssen sich auch erstmal so eintakten, die werden ja irgendwie jetzt in den Fahrplan geworfen, die müssen sich erstmal mit den anderen absprechen und die richtigen Abstände finden und so weiter und so weiter. So, hat man hier irgendwie ein Depot? Das müsste doch das Richtige sein. Dann kaufen wir gleich mal... Das ist eine weite Strecke. Ich glaube, ich übertreibe es mal wieder. Wir machen eh genügend Geld, oder? Was haben wir denn so? 4 Millionen Baukosten. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so viele sind. Aber... Ja, okay, wir hatten Brücken und wir hatten Tunnel. Also wird das schon stimmen. Allein die Signale sind schon ziemlich teuer gewesen. Ja, und Fahrzeuge sowieso. Und Einnahmen? Na, das dürfte noch steigen. Also insgesamt, glaube ich, wird es ein relativ gutes Jahr. So, neue Linie. Du fährst von hier unten nach hier oben. Mal sehen, hier stimmt das? Achso, wir nehmen mal vorsichtshalber das raus. Nicht, dass ich irgendwo jetzt noch einen Stopp hinsetze. Und hier nimmst du auch den richtigen Bahnhof ein. Das ist doch schon mal gut. Schließen. Schließen. Und wir gucken uns mal hier die Gleisverteilung an. Das sieht alles richtig aus. So, einmal entfernt drücken, dann ist alles wieder weg. Und hier gibt es eigentlich gar keine Chance, dass jetzt hier irgendwas anders hält, als es sollte. Nein. Was ist mit dem Gleis in der Mitte? Achso, das gibt es noch so gar nicht. Ah, ich merke gerade was ziemlich Blödes. Das müssen wir nochmal schnell korrigieren. Auch wenn es weh tut, auch wenn es teuer ist, aber das geht leider nicht anders. Ich weiß gar nicht, wie wir das richtig machen können. Na, ich hoffe, das reicht. Aber im Prinzip... Mach mal vorsichtshalber noch das Stückchen auch weg. Im Prinzip müssen wir jetzt hier das Außengleis, das funktioniert, müssen wir jetzt hier dran kriegen. Gut, da haben wir keinen Geschwindigkeitsverlust. Okay. Dann können wir nämlich das so machen. Und das Problem ist nämlich, dass ich hier noch ein zweites Gleis nach draußen brauche. Das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass ich mir jetzt nochmal hier diese fetten Ausgaben leiste. So, im Prinzip können wir ja schon mal hier diese Brücke im Gesamten bauen. Die brauchen wir ja später sowieso, genauso wie sie jetzt geplant ist. Und hier kannst du dann irgendwie rein. Das ist alles Bahnhofsvorfeld, das ist eher alles furchtbar langsam. Das ist schon in Ordnung. So, das Signal so weit wie möglich hier vorne hinsetzen. Und hier auch. Ja, meinetwegen dann hier auch noch ein paar Signale. Hier so. Auf jeden Fall das Bahnhofsvorfeld, das müsste jetzt stimmen. Und die Linie stimmt hoffentlich auch noch. Ja, wird erkannt. Hier hat sich nichts geändert. Und hier... Auch nicht. Aber hier gibt es zumindest die Möglichkeit, dass sich was geändert hätte, weil wir hier diese Gleise haben. Von dem Depot aus. Aber das hat es nicht getan, also alles gut. So... Machen wir jetzt noch irgendwas oder lassen wir es dabei beruhen?
Ich würde sagen, für dieses Jahr lassen wir es erstmal. Wir machen das Übliche, wir versuchen so viel Geld wie möglich zurückzuzahlen. Wenn ich das auf diese Art und Weise mache, kriege ich vielleicht noch einen 500.000er mehr durch, als wenn ich das nicht machen würde. Ja, auf die paar Geldbeträge kommt es eigentlich nicht mehr an. Also lasse ich das jetzt hier. Wir beobachten stattdessen lieber unseren schönen neuen Zug hier, der auf freie Gleise wartet. Auf welche freien Gleise wartest du denn? Würde mich jetzt gerade interessieren. Du kannst ja eigentlich nur auf den warten, oder? Linie 13. Okay, er hat tatsächlich auf ihn gewartet. Aber warum? Das tangiert dich doch überhaupt nicht. Ich kann ja mal... Achso, jetzt haben wir natürlich wieder kein Geld. Okay, da ist Geld. Der will jetzt da lang. Warum willst du da lang? Du gehörst da nicht hin. Hör auf, so einen Mist zu bauen. Ich weiß, warum er es macht. Okay, alles meine Schuld. Ich geb's zu. Okay, dann hält er mal kurz und dann wird er sich ja hier wieder fangen und wird dann hier hoffentlich weiterfahren. Und du machst genau den gleichen Blödsinn. Ach nee, du hast dich schon im Prinzip gefangen. Ja, okay. Naja. Ist jetzt nicht so optimal, aber wird schon hoffentlich jetzt wieder den richtigen Weg finden. Genau, der fährt jetzt da lang, wo er hin soll. Naja, da kriegt wenigstens die Linie einen ordentlichen Anschwung. So, wir verkaufen wieder so viel Geld wie möglich. Macht das Sinn, was ich sage? Ah, das tut selten. So, wir beobachten dich. Aber die Landschaft gibt eh nicht so viel zum Beobachten her. Ich hoffe, das wird sich dann irgendwann mal ändern. Aber das werden wir sehen. Ah, das Jahr ist gleich rum. Ich glaube, ich werde jetzt keine Vorspulsache machen, sondern wir gucken uns das jetzt so an. Ja, gehen noch ein bisschen runter mit der Zeit. So, das Jahr ist rum. Wir haben nicht so viele Zinsen bezahlt, wie wir müssten. Und ja, ein bisschen. Also wir sind knapp wieder auf dem Niveau, wie wir letztes Jahr beendet haben. Trotz der ganzen Ausgaben. Einnahmen sind auch ja, wieder knapp 10 Millionen gestiegen. Also ganz so blöd ist es nicht gewesen, was wir gemacht haben. Und ja, das wird sich jetzt hoffentlich alles nur noch weiter steigern. So, hier sind schon zwei Personen unterwegs. So, warten hier schon jemand? Ja, hier wartet auch schon zwei Leute. Hier warten schon zwei Leute. Meine Güte, ich könnte mich wenigstens bemühen, ordentliche Grammatik zu reden. Aber naja. Ach genau, jetzt wo das Jahr um ist, können wir nochmal hier unsere Linien betrachten. Ich glaube 14, 16, ich glaube 15 auch, 18. War es das? Ich glaube die Linie 7 eventuell. Ah nee, Linie 7 hatten wir beobachtet, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Achso, hier kann man doch gleich das Cargo sehen. Welche Linien sind denn komplett gefüllt? Linie 10 zum Beispiel ist komplett gefüllt. Linie 12 ist komplett gefüllt. Und Linie 12 war auch eine, wo wir erweitert hatten. Okay. Also könnten wir hier fast noch ein Fahrzeug reinsetzen. Wir gucken uns erstmal die Diagramme an. Ja. Immerhin 200.000 mehr pro Jahr. Das ist doch schon mal... Und das ist nur der Anfang. Das wird eventuell noch besser. Ist doch schon mal gut. Hier, Finanzen. Okay, der ist eh noch im Wachstum, aber 300.000 mehr im Jahr, das ist so in Ordnung. Das nehme ich gerne so mit. Wow. Ist das der, wo wir zwei Fahrzeuge... Genau, das ist der mit den zwei Fahrzeugen. Über 1 Million mehr. Über... Ja? Linie 15, kann ich hier sehen? Na, der ist nicht ganz voll. Sonst hätte ich gesagt, wir schmeißen noch ein Fahrzeug drauf. Aber so machen wir das jetzt nicht. Linie 16, hier ist auch nicht alles voll, aber
Zumindest finanziell 700.000 mehr. Ja, nehme ich gerne. Und hier 1 Million mehr. Und hier haben wir nur ein Fahrzeug mehr hingesetzt. Also Linie 14 ist jetzt aber auch nicht gerade so voll. Sonst hätte ich gesagt, wir schmeißen noch eins drauf. Aber zumindest finanziell hat es sich gelohnt. Haben wir noch irgendwas, was so richtig... Ja, das sind die neuen Linien. Die will ich eigentlich noch nicht so... Obwohl, Linie 21, guckt euch das mal an hier. Das ist doch... Ist auch schon 7 Jahre alt. Ach so, das letzte Jahr ist das erste, in dem er so richtig Gewinn gemacht hat. Vorher war es noch nicht so. Mal sehen, wie viele warten jetzt hier auf Linie 21? Nur 10 Leute. Und, naja, okay. Das ist noch zu früh. Das wird passieren, weil diese Städte werden ja wachsen. Aber, naja, das dauert noch ein bisschen. Genauso wie Long Beach zum Beispiel. Na eben, das können wir uns jetzt noch zum Abschluss dieser Folge angucken. Wie ist denn das Stadtwachstum? Okay, das geht einfach steil nach oben. So ungefähr von 130 Leuten ungefähr bis... Naja, jetzt sind es ungefähr 300 Leute. Also, totale Überfremdung in einem kleinen Dörfchen. Was haben wir hier? Okay, hier ist es noch schlimmer geworden. Jetzt leben hier schon 400 Leute, wo vorher ungefähr 150 gelebt haben. Ja. Also auch nochmal mehr als doppelt so viele Leute mehr dazu gekommen. Im Prinzip können wir uns nochmal Henderson angucken. Das dürfte jetzt auch nochmal deutlich gestiegen sein. Ah, hier nochmal die Industrie. Na eben, Henderson müsste doch die Stadt sein, die wir jetzt mit Öl versorgen. Wie sieht's denn da überhaupt aus? Wie sieht's denn an der Ölfront aus? Ui. Okay. Okay, okay, okay. Wir können ruhig nochmal entweder einen kompletten Zug hier draufsetzen oder unsere Fahrzeuge erweitern. Die fahren jetzt sowieso alle voll. In Anführungsstrichen voll. Okay, ein einzelnes Fahrzeug macht im Jahr 8 Millionen Gewinn. Ah, das ist ja supi. Was ist denn die Rate, was du durchsetzt im Jahr? Das kann ich am besten hier sehen, oder? 280. Also pro Zug wären das dann 190. Ein neuer Zug würde ungefähr 190 dazu bringen. Na, das lohnt sich noch nicht so ganz. Einen halben Zug könnte ich dazu setzen. Halben Zug. Sind? Ah, du hältst gerade. Da kann ich nämlich Folgendes machen. Da kann ich jetzt hier mal gucken, wie schnell du aus dem Knick kommst. Und wie sehr es dir wehtun würde, wenn ich dir noch mehr Wagen verpasse. Erstmal dauert es eine Ewigkeit, bis du vollgeladen bist, aber das ist ja relativ egal. Ich könnte auch in die Details gucken und hier angucken. Okay, du brauchst ungefähr 5 Minuten, bis du deine Höchstgeschwindigkeit erreicht hast. Ja. Wie lange ist denn überhaupt so deine Frequenz? 6 Minuten. Die würde sich ja dann noch... Ja. Also eigentlich eher ein zweiter Zug. Aber ein zweiter Zug würde gleich wieder zu viel liefern. Da haben wir jetzt auch nicht wirklich hier alles. Auf der anderen Seite, das wächst ja alles noch. Ach, ich bin bei meiner Zwischenlösung. Wir setzen einen kleineren Zug ein. Der wird zwar hier ein bisschen stören, weil der nicht... Der kleinere Zug ist schneller, in Anführungsstrichen. Aber das wird schon in Ordnung sein. Dann werden wir den bei Zeiten dann... Haben wir überhaupt noch die Lok? Welche Lok ist es denn? Die Hiwata ist es. Die haben wir noch. Oh ja, die Zeit vergeht ja wie im Fluge. Also wir kaufen jetzt nochmal einen Zug mit ungefähr der Hälfte. Also... Ach, hier muss ich draufklicken. 72. Ist die Hälfte von... Ja, ist die Hälfte. Ja, das ist ein bisschen wenig. 90, 108. Ich lasse es mal bei 108. Der soll mir auch nicht zu schnell sein, der Zug. Und... So, setzen wir den da drauf. Linie 20. Ja. Mal gucken, wie sie es macht. Aber das findet man in der nächsten Folge raus. Für die Folge war es das jetzt wirklich. Ich denke, das war eine relativ erfolgreiche Folge. Wir haben noch mehr Geld verdient. Wir haben noch mehr unsere Linien erweitert oder verbessert, sage ich mal. Wir haben hier eine neue Linie gemacht. Und zum Schluss haben wir nochmal unsere Industrielinie mit einem neuen Fahrzeug beschenkt. Das ist doch eine relativ erfolgreiche Geschichte heute gewesen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.